Hallo und herzlich willkommen zurück zu Valiant Hearts. Und den Spielrindern. So, wir übernehmen jetzt den Controller eigentlich. Dubi. Ich? Okay, dann fange ich mal an. Oh, was haben wir denn da? Amerikaner in der französischen Armee. Achso, das sind jetzt wieder die Fakten. Mhm. Wer Interesse daran hat, kann einfach auf Pause drücken. Und die sich durchlesen. Genau. Die Schlacht an der Marne. Die Maschinengewehre. Genau, die haben wir in der letzten Folge gesehen. Ohne getroffen zu werden. Die Eroberung der Fahne. Capture the Flag. War anscheinend damals schon von sehr gut erspott. So, wir müssen die Brücke sprengen. So, Brücke sprengen, okay. Ah. Aha, okay. Ja, der haut sich durch. So, neues Tagebuch. Tagebücher, okay. 12. August, endlich. Nee, guck mal, ist ja nur für... Ah, da oben. Ups, so. So. Wir sind noch einen weiteren Tag marschiert. Heute haben wir zum ersten Mal Geschützfeuer gehört. Ich will nicht töten müssen. Ich muss aufhören, darüber nachzudenken und etwas Schlaf bekommen. Und bei Marie war es. So. Der Brief hat mir so einen Schrecken eingejagt. Unser armer Vater, er wurde verwundet und ist in Gefangenschaft der Deutschen geraten. Ich weiß nicht, ob seine Verwundung ernst ist und er gut gepflegt wird. Man hat mir berichtet, dass Gefangene Briefe erhalten dürfen. Morgen werde ich ihm schreiben. Ja, na, der Emil ist ja in der letzten Folge. Wenn er einer noch was gekriegt hat, ist Emil, der ist in den Kampf gezogen, ist einberufen worden. Und ist dann verwundet worden und in deutsche Gefangenschaft geraten. Aber der Karl hat ihn sofort gesehen. Oh, eine Mütze. Hast du gesehen? Nee, ich habe A gedrückt. Ach, Knopf einer französischen Uniform. Okay. Ja, und genau. Und der ist in Gefangenschaft geraten und darüber wurde seine Tochter Marie informiert. Links nach oben drücken, um hochzukommen. Hä? Links nach oben? Ach so, du musst das Zeug da in die Luft sprengen. Wie war das nochmal? Linke Schultertaste. Ah, und dann mit A werfen, ja, ne? Genau, mit A werfen. Ja, klasse. Ja, explodier schon. Vielleicht auch. Ja. Ja. Obwohl das bestimmt lustig... Lustig wird, denn wir wechseln ja immer mal wieder die Controller. Genau. Ja, ich weiß, die Brücke muss gesprengt werden. So. Genau, immer nach zwei Tonen wird gewechselt. Und nach jeder Folge, würde ich sagen, oder? Okay, gut. Da, wirf die Bombe dahin. Hättest schneller sein müssen. Da oben gucken wir. Du hättest da oben rauf. Guck mal da oben. Hm. Ups. Du hättest vielleicht näher rangehen sollen. Vielleicht. Bis wohin reicht das? Bis da? Das war ein bisschen sehr weit. Hm. Okay. So. So kann man auch irgendwie das Rennen manuell anfangen? Nee, wa? Hä, wie was? Nee, das macht ja automatisch. So, schnell hoch. Lauf. Yeah! Ich hätte vielleicht eine Bombe einpacken sollen, aber. Hier. Stein. Achso, du hattest eine. Aha. Kannst du das Ding auf den Kopf schmeißen? Ich hoffe. Das war eine doofe Idee. Ich wollte den K.O. schlagen. Ja, du hättest ihn vorher ablenken müssen, glaube ich. Gut, aber ein Tod. Dass du den da an die Wand schmeißt und dann geht er bestimmt dahin, ne? Mit X war schlagen, wa? Ja. Bam. Jetzt kannst du da nichts machen.
Nee, da nicht. Aber du kannst die Bombe in die Luft jagen. Die Brücke. Hm. So, mal gucken, ob wir noch irgendwie. Guck mal, da ist eine Lücke. So. Mal gucken, reicht das schon? Oh je. Yeah. Wow. Ich bin nur einmal gestorben. Ich muss vielleicht dazu sagen, so eine Knobelspiegel liegen mir absolut nicht. Also, nee, wer Hannes bei Dantes Inferno gesehen hat, der weiß es. Ja, ich habe hier wieder was aufgenommen. Na, eine Detailkarte. Kannst mal sehen. Außerdem, hast du dich gerade über mein Dante-Let's Play lustig gemacht? Nein. Guck mal, da gibt's Motorkolben. Nicht dein Ernst. Ach so, das sind gerade... Entschuldigung. Da unten würde ich ja hinschmeißen. Hm? Buff. So, das ist das Normalste vom Normalen. Was haben wir denn da? Was ist das? Pfeifen? Deutsche Patronen. Patronen. 7,92 mm Mauserpatronen. MG-Munition. Okay. So, mit dem Ziegelstein. Bam. Achso, nee, ich nehme mal die Granate wieder mit. Man weiß ja nie, wie man auch was aufs Maul geben muss. Hm? Frankie ist. Oh, immer dabei. Die schießen da hinten. Ups. Das war dein zweiter Tod. Jupp. Jetzt weißt du, wenn da ein Toter liegt, würde ich da nicht hinlatschen. Ach echt? Ja, sag bloß. So, jetzt lädt er nach. Genau. Lieber ein bisschen zu vorsichtig. Le Port wichtig. Le vorsichtig. Le Vorsicht. Jo. Und rein damit. Hat er sich gerade automatisch gedrückt? Nee, das war ich, Entschuldigung. Ja, das ist okay. Wow! Oh, Mann! Ganz schön feige. Ist hier irgendwas noch so? Der ist ja richtig komisch. Nach vorne! Ja, ja. Oh. Bei einem guten Glas Rotwein. Okay. Entschuldigung. Ich renne jetzt nicht, da bin ich tot. Wollt gucken, wie meine Chancen da sind. Huh? Wow, was zur? Ja. Tja, jetzt fängt das Rätsel an. Tja, musst du machen. Ihn betrunken machen, genau. Die Idee war schon richtig.
Okay. Das war's auch nicht. Okay, ich glaube, du musst... Nee, geh mal, mach mal einen schrägeren Winkel. Geh mal noch näher, genau so, dass er so weit wie möglich links das Geräusch vernimmt. Jupp, jupp, und jetzt schnell rennen. Bam, perfekt. Ich wäre erstmal noch nach... weiter zur Seite gegangen. Ja, Entschuldigung, ich habe mir erstmal Tomaten geholt. Der Tomatenkrieg. So, da liegt noch was. Was haben wir denn da? Ein Taschentuch. Stickerei. Oh, Leinen war kostbar. Und oft mit Initialien bestickt. Gibt's ja heute gar nicht mehr, oder? Was? So, ich meine, so spezielle, nicht spezielle, sondern so normale Taschentücher aus Stoff, die dann bestickt werden oder so? Natürlich gibt's das, aber es wird bei uns heutzutage nicht mehr benutzt. So, ab gegen die Glocke, genau. Da liegt ein Brief auf der Glocke. Ha. Schnell nach oben. Bam. Volltreffer. Eine Postkarte. Brief eines deutschen Soldaten. Meine lieben Eltern, mir geht es gut und das Wetter ist großartig. Ich hoffe, euch geht es in Bad Dürk. Geht es gut in Bad Dürkheim? Wir kommen schnell voran und sollten bald in Paris sein. Was soll ich euch als Andenken mitbringen? Euer Günther. Genau, Günther. Aha. Und zerreißt die Fahne. Ja, der Süden, würde ich sagen. Dank der britischen Unterstützung war der deutsche Plan gescheitert. Die Front verlagerte sich nach Norden. Und verfestigte sich mit Einbruch des Winters. Die Soldaten gruben sich in einem gewaltigen Labyrinth von Gräben und Tunneln ein, die das Bild vom Ersten Weltkrieg auf ewig prägen sollten. Karls Regiment zog sich bis nach Neuve-Chapelle zurück, in das Feldlager, in dem Emil gefangen gehalten wurde. Der Erste Weltkrieg wird ja auch als der Grabenkrieg bezeichnet. Mhm. Da ist Emil. Genau. So, und bei diesem dekadenten Fest würde ich sagen, machen wir einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Valiant Hearts und bei den Spielrindern. Genau. Ich möchte aber noch was loswerden. Du willst noch was loswerden? Ja, stell dir vor. Mich würde jetzt an... Knoten in der Zunge? Nee. Mich würde jetzt mal interessieren, was ihr von diesem Projekt haltet. Schreibt einfach mal in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin... Habt ihr Spaß! So, den Spaß, den haben wir jetzt auf der Endcard. Haben wir wie? Ja, hier, sehen wir gerade. Das war's jetzt mit der zweiten Folge. Ja. Und wir sehen uns in Folge 3 wieder. Sicher? Ja, verlinken wir jetzt hier eigentlich irgendein anderes Video? Nee, wenn dann nur Folge 3, wenn es da ist. Nur Folge 3? Ja, okay. Also muss man auf den Pfeil klicken, dann kommt man zu Folge 3, aber auch erst, wenn Folge 3 da ist. Also klickt dann darauf, sobald es da ist. Ansonsten abonnieren, favorisieren, teilen und. Der Katze zeigen, dem Hund, die Oma, dem Opa. Ganz, ganz wichtig, dem Hund zeigen ist. Das ist wichtig. Und der kleinen Schwester. Ja, okay. Lass mal so stehen. Ja? Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.